Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur geflinkten Vermittlung königlichen Wissens. Im folgenden Video stelle ich euch einen Großmeister vor, der an mehr Olympiaden teilgenommen hat als vielleicht jeder andere Mensch auf diesem Planeten. Die Rede ist von Eugenio Torre, ein Großmeister aus den Philippinen, der sage und schreibe 23 Mal für sein Land bei der Olympiade teilgenommen hat. Er ist aber nicht nur ein Rekordolympionik, er ist ein sehr starker Großmeister, hat sogar mal beim Kandidatenturnier mitgespielt und war in den 70er, 80er Jahren absolute Weltklasse. Dreimal gewann er auch einen Brettpreis bei der Olympiade, 1974 in Nizza, 80 in Valletta und 86 in Dubai. Er spielte insgesamt von 1970 bis 2016 fast ununterbrochen für die Philippinen bei der Schacholympiade. Ich habe noch letztens nachgeguckt, er ist ja jetzt schon über 70 Jahre alt, ne? Lass mich nicht lügen, ja, knapp über 70 und hat noch bis 2018 sind noch Partien in der Datenbank von ihm zu finden. Da ist er noch aktiv gewesen. Ja, eine absolute Legende, spielt hier mit Schwarz bei der Schacholympiade 1976 in Haifa in Israel gegen den norwegischen Großmeister Leif Orgard. Und das ist auch ein ganz besonderer Typ. Ich habe den Namen vorher noch nie gehört. Orgard ist auch Großmeister und der ist sehr spät erst zum Großmeister ernannt worden, nämlich mit 55 Jahren erst. Da war ich ein bisschen überrascht. Ich wusste gar nicht, dass es wirklich, es ist ein seltener Fall. Und das war bei ihm sehr speziell, denn er hatte seine ersten Großmeisternormen schon sehr früh, in den 80ern. Und musste dann 25 Jahre warten, bis er seine dritte Norm erzielt hatte. Er hatte schon die Elo-Zahl über 2,5 gehabt. Die zwei Normen und hat dann erst super spät, ich gucke nochmal nach, wann war das? 2007 hat er dann seine letzte Norm gemacht und wurde dann zum Großmeister ernannt. Sehr spät. Also es gibt noch Hoffnung für TBG und Konsorten. Wobei man sagen muss, ich habe nachgeguckt, der hat eigentlich ununterbrochen Schach gespielt. Der hat also sehr, sehr viel Schach gespielt im Gegensatz zu TBG. So, jetzt zu dieser Partie. Ist wirklich eine coole Partie. Ich habe die jetzt nicht nur rausgesucht, damit ich euch eine Partie von Torre zeige. Die ist wirklich richtig, richtig cool und das Ende ist sehr speziell. So, wir gehen mal rein. Weiß beginnt hier mit D4. C5, das ist eine ungewöhnliche Eröffnung. Alt Benoni, diese Zugfolge wird heutzutage kaum noch gespielt. D5, das gibt Weiß Raumvorteil und dementsprechend, ja, so einen kleinen Vorteil aus der Eröffnung eigentlich. G6, Springer C3. D6. Springer C3, Läufer G7, Springer F3, Springer F6. Der beste Zug ist ja eigentlich E4 in diesen Stellungen. Und in der Regel kommt dann sowas wie E6. Und dann geht man über in die moderne Benoni-Verteidigung, ne, über Zugumstellung. Weiß spielt hier aber G3. Rochade, Läufer G2, E6. Ja, genau. Und hier nimmt Weiß auf E6 raus. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise wäre hier Rochade, ED5, CD5. Und hier Turm E8 und das ist hier, das ist moderne Benoni-Verteidigung und Weiß hat hier die Fianchetto-Variante gewählt mit Läufer G2. Gilt jetzt nicht unbedingt als besonders kritisch, aber wird viel gespielt. Weiß spielte hier aber nicht Rochade, sondern D schlicht E6, Läufer schlicht E6 und das ist eine Variante, die hatte ich noch nie gesehen, aber die ist, da gibt es echt so 20, 30 Partien in der Datenbank. Das heißt, das wurde so in den 70er, 80er, 90ern wurde das wohl doch gespielt. Damals ohne Engines war das natürlich schwierig, das alles schnell zu berechnen und zu analysieren. Dementsprechend konnte man ein bisschen länger an einer Variante rumfeilen, ne? Bis dann die besten Züge immer gefunden wurden. Das war früher ganz anders. Da hat man wirklich teilweise tagelang nach den besten Zügen gesucht, ewig analysiert und man konnte da immer noch neue, schöne Züge finden. Das war eine deutlich kreativere Zeit als heute oder eine andere Kreativität damals, ne? Das war so ein richtiges eigenes Schürfen, während man heute im Prinzip nur die Computerprogramme laufen lässt und irgendwelche Analysen runterspult. Zum größten Teil, ne? So, Läufer E6. Heutzutage spielt das kein Mensch mehr, weil das ist mit der Engine sehr schnell zu sehen, kann man das analysieren und merken, ja, das ist gefährlich hier für Weiß, diese Variante zu spielen hier mit D schlicht E6. Okay, Läufer E6, machen wir weiter.
So, wo ist die Idee von Weiß? Der Bauer ist angegriffen. Die Idee ist hier nicht, den zu decken. Das wäre, ja, das wäre zu lahm. Springer G5 hier. Das ist die Idee. Läufer greift B7 an und den Läufer. Läufer schlägt C4. Schwarz ignoriert das Schlagen auf B7. Läufer schlägt B7. Und jetzt Springer BD7. Entwicklung. Schwarz ist deutlich besser entwickelt. Und sagt hier, komm, nimm den Turm hier. Das stört mich nicht. Wahrscheinlich sollte man darauf verzichten und sowas wie Dame D6 spielen hier. Und nach H6 oder so, ja. Ist das eine ziemlich chaotische Variante, muss ich gestehen. Also ohne Engine ist man hier aufgeschmissen. Die schlägt dann komische Züge vor. Das wurde auch noch nie gespielt. Weiß nimmt hier immer raus auf A8, aber das ist nach heutigen Maßstäben nicht so gut. Dame A8. Schwarz hat hier natürlich eine Riesenkompensation. Rochade. Und jetzt hier D5 natürlich. Und die Kompensation besteht darin, dass er hier ein Riesenzentrum hat. Er ist besser entwickelt. Alle Leichtfiguren sind im Spiel. Und es gibt hier die weißfälligen Schwächen natürlich langfristig. Der Springer auf G5 steht schlecht. Er wird gleich einen Tritt bekommen. D4 ist in der Pipeline. Und wohin mit dem Läufer auf C1? Ne? Da haben wir auch nicht so ein tolles Feld für. Schwierige Stellung für Weiß. A4 ist wahrscheinlich der beste Zug hier mit der Idee Springer B5, B3 hier, den Springer auf B5 zu parken. Das ist ein gutes Feld, insbesondere wenn er mit D4 angegriffen wird. Aber Weiß spielte hier Dame C2. Hier hätte Schwarz schon H6 spielen können. Springer zurück, dann D4 und das ist richtig stark hier für Schwarz. Stattdessen Turm E8. Macht Druck gegen E2. F3. Auch hier ist H6 der beste Zug, aber Schwarz spielt prophylaktisch Läufer A6 zurück erstmal, bevor der angegriffen wird. Also sowas wie D4, dann zieht der Springer weg, dann ist der Läufer angegriffen, deswegen wollte Schwarz den Läufer direkt wegziehen. Jetzt hier A4, guter Zug, sichert hier das Feld für den Springer. Das ist wichtig, weil der hat keine Felder hier. Dame C6, bringt die Dame zum Zentrum. Also hier muss man wirklich wie ein Computer spielen, um das zu halten mit Weiß. Es ist sehr, sehr schwierig. Springer B5 ist hier der beste Zug. Zeige ich mal. Springer B5. Schwarz sollte nicht nehmen hier, weil das den schönen Läufer abgeben würde. Besser ist C4 hier mit der Idee Springer C5 und dann Springer D3. Da ist ein schwaches Feld. Ne? Schönes Feld für den Springer. Auch auf die Gefahr, dass Weiß hier mit für den Springer das Feld D4 bekommt. Ne? Dame B6, dann Springer C5. Und Springer B3 ist in der Pipeline. Okay, aber Weiß spielte hier nicht Springer B5, sondern Turm F2. Deckt den E2. Kann ich verstehen. Schwarzer Druck gegen den E2. Aber Turm F2 sieht schon relativ unnatürlich aus. Was machen wir hier mit dem Springer auf G5, wenn er mit H6 angegriffen wird? Wird er? Und jetzt muss der Springer nach H3. Dort steht er natürlich nicht gut. Nach F2 kann er nicht. Der Turm nimmt das Feld weg. Gut, er kann nach F4. Läufer B7 erstmal. So, wir spüren schon auf dieser Diagonale hier, H1, A8 könnte mal was drohen, ne? Wenn das hier mit D4, D3 aufgebröselt wird. Ne? Es geht weiter mit Springer F4. Das ist vernünftig. G5. Auch vernünftig, vertreibt die Springer auf ein schlechteres Feld. Nach G2. Er hätte vielleicht nach D3 gehen können, ist aber auch nicht besser, weil dann C4 kommt. Ne? Die Springer kriegen hier echt einen Tritt nach dem anderen in dieser Stellung. Jetzt ging es weiter mit D4. Greift den Springer auch noch an. Springer B5. So, Springer A7 ist eine kleine Drohung hier. Aber Schwarz sagt, nö, Springer E5, der A7 interessiert mich nicht. Und jetzt merkt man hier, was droht. Schwarz steht unfassbar aktiv. Weiß hat den Turm und den Läufer immer noch nicht gezogen. Und es droht hier D3 ganz stark. Ne? Und dann hier dieses Schlagen auf F3. Das wird alles komplett auseinandergenommen hier. Ne? Und dagegen kann Weiß eigentlich wenig machen. Springer A7, Dame B6 bringt nicht viel. Springer B5, D3. E schlicht D3, Springer schlicht F3 und so weiter. Das geht echt schnell den Bach runter. Stattdessen geschah hier B4. Guter Versuch, greift den C5 an. Auch um den Läufer endlich mal ins Spiel zu bringen. Die Figuren haben immer noch nicht gezogen, nach so vielen Zügen. A6 greift den Springer an. Springer A7 greift die Dame an. Dame D7. Es droht immer noch D3. Deswegen nimmt Weiß hier nicht auf C5, sondern entwickelt schnell den Läufer. Antizipiert D3 und möchte hier auf E5 schlagen. D3,
Jetzt Dame schlägt C5, D schlägt E2. Und hier hat Schwarz gut gerechnet. Er sagt, du kannst gerne auch E5 nehmen. Mal schauen, was dann passiert, was ich für dich vorbereitet habe. Läufer E5. Hier gibt es inzwischen verschiedene Möglichkeiten zu gewinnen für Schwarz. Dame D1 ist zum Beispiel ein Zug. Gut, der Turm ist noch gedeckt. Hier Springer E1 und hier Springer E4 mit Angriff auf E5 und Angriff auf Dame. Das ist komplett gewonnen hier. Ne? FE4 und dann Läufer E5 hier. Es droht auch Läufer D4. Der Turm hängt. Alles hängt. Ne? Und die Dame darf ja nicht geschlagen werden, weil dann kommt hier der Bauer und Schwarz holt sich direkt eine neue Dame. Aber Schwarz spielte nicht Dame D1, sondern Springer E4 sofort. Auch gut. Greift den Turm an, greift die Dame an. Ja, was soll Weiß machen? Er nimmt den weg. Jetzt aber Läufer E5. Greift den Turm an. Schwarz hat vorübergehend einen Turm weniger, aber es droht hier alles Mögliche. Ne? Diese Gabel hier, Fesselung, Doppelangriff, Angriff auf Turm, Dame D1 ist immer noch da als Idee. Kann Weiß nicht alles verhindern. Turm E1, noch bester Versuch. Läufer D4. Dame zurück nach C2. Und jetzt Turm schlägt E4. Deckt den E2. Turm 1 schlägt E2. Turm schlägt E2. Dame schlägt E2. Aber jetzt am Ende hängt leider auch noch der Springer da hinten auf A7. Also auf dieser Diagonale hier, G1, A7, waren eine Menge weiße Figuren versammelt. Und der Läufer freut sich sehr hier, dass er alles Mögliche schlagen darf. Und hier in dieser Stellung hat Weiß überhaupt keine Züge mehr. Ne? Der Läufer fesselt den Turm. Es kommt gleich Dame D5 mit Mattdrohung hier. Und wir werden jetzt sehen, er kommt gleich in Zugzwang hier, Weiß. Er spielte hier B5. Und es kam AB5, AB5 und hier Dame D5. Es droht Matt auf G2. Der Springer kann nicht ziehen wegen Dame H1 Matt. Vergesst nicht, der Turm ist gefesselt. Also spielte Weiß hier Dame F1, um den Springer zu decken. Und hier kam ein wunderschöner Schlusszug. Dame F3. Und Weiß kann nichts mehr ziehen. Das ist eine sehr, sehr schöne Schlussstellung. Das ist vielleicht mit die schönste Schlussstellung, die ich je gesehen habe. Der Turm ist gefesselt, der Springer kann nicht ziehen, die Dame kann nicht ziehen. Gut, der König kann nach H1, aber dann ist natürlich Läufer F2. Kommt Läufer F2. Gut, wenn der B-Bauer zieht, nehmbar. Er kann vielleicht hier noch ein paar Bauernzüge machen, G4, H3, H4, aber irgendwann gehen ihm die Bauernzüge aus und das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Zugzwang. Wir gehen hier kurz zurück. Statt Dame F1 hätte Weiß hier König F1 spielen können, aber auch das verliert nach Läufer F2, Dame F2 und Dame schlägt B5 Schach und so weiter. Allein das Endspiel ist auch gewonnen hier. Wäre aber ein bisschen zäher gewesen. Summa summarum, eine wirklich schöne Partie von Torre, muss ich sagen, mit einem fantastischen Ende. Und ja, ein ganz wichtiger Name, den ihr heute kennengelernt habt, Eugenio Torre, ein bisschen Schachgeschichte hier, ein bisschen Schachkultur, lernt ihr was kennen. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Der Rekord-Olympionike. Wie oft hat er gespielt bei Olympian? 23 Mal. Heftig. Gut, man muss natürlich auch sagen, in anderen Sportarten ist das kaum möglich, ne? In physischen Sportarten, weil so lange kann man nicht spielen. Ne? Na gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder. Macht's gut.